Wir befinden uns hier in der Eschenriedstraße in Sindelfingen. Hier hat sich ein Kellerbrand ereignet. Der erste Trupp war nach ca. 10 Minuten unten bei der Brandbekämpfung, konnte das Feuer im Bereich einer Küchenzeile relativ schnell löschen. Wir haben bei dem Einsatz eine schwer verletzte Person mit Verbrennungen im Kopfbereich, eine leicht verletzte Person mit einer CO-Vergiftung. Beide Personen sind ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr ist mit 9 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden wir durch die Polizei und durch das DRK. Die Schwierigkeiten lagen darin, dass wir im Kellerbereich eine Holzvertäfelung an den Wänden und an den Decken haben. Hier könnte sich natürlich das Feuer unter die Vertäfelung ziehen. Daher müssen wir jetzt die Vertäfelung herunterreißen und gegebenenfalls nochmal nachlöschen, dass es hier nicht zu Folgenbränden kommt.